Von außen gleicht eine Pirogue der anderen. Doch das Geheimnis liegt in der Füllung. Die traditionelle Variante mit Quark und Kartoffeln. Etwas herzhafter mit Wildfleisch und Pilzen. Optisch auffälliger im Schokoladenmantel mit eingelegter Erdbeere. Küchenchef Andrzej Ileczko lässt seiner Kreativität freien Lauf. Im Krakauer Restaurant Magello zaubert er auch ausgefallene Piroggen. Mal deftig, mal süß. Zu Piroggen braucht man keine Beilage, weil sie außen Teig und innen herzhafte Füllungen haben. Das reicht für ein Mittagessen. Oder man bereitet sie mit Obst zum Nachtisch. Im Restaurant Magello bekommt man die derzeit besten Piroggen Krakaus, denn es ist der amtierende Sieger des Piroggenfestivals. Jedes Jahr treten dabei ein gutes Dutzend Gaststätten gegeneinander an, mit teils exotischen Kreationen. Ursprünglich waren Piroggen ein Arme-Leute-Essen, weil man die Teigtaschen mit einfachen Zutaten befüllen konnte. Am häufigsten nutzte man Kartoffeln, die konnten die Bauern das ganze Jahr über bekommen. Ebenso Quark, den sie aus der Milch ihrer Kühe zubereiteten. Man mischte den Quark und die Kartoffeln, umhüllte alles mit Teig und fertig waren die Piroggen. Heute gelten sie als Nationalspeise, sind im ganzen Land verbreitet. Im Dominikanerkloster in Krakau liegt der Mann begraben, der Legende nach die Piroggen in Polen bekannt gemacht hat. Der heilige Hyacinth von Polen. Er war der erste Dominikanermönch des Landes und zog im 13. Jahrhundert auf Missionsreise von Krakau in das Gebiet bei Kiew in der heutigen Ukraine. Dort hat Hyacinth ein Wunder vollbracht und bekam zum Dank von den Bauern Piroggen zu essen, die dort populär waren. Hyacinth war vom Geschmack begeistert und hat sie in sein Heimatkloster nach Krakau gebracht. Hier kamen sie bei seinen Ordensbrüdern sehr gut an. Und dann hat der heilige Hyacinth mit den Teigtaschen auch die Armen ernährt. Deshalb trägt er in Polen auch den Beinamen der heilige Hyacinth mit den Piroggen. Eine Statue von ihm ist der Siegerpokal des Krakauer Piroggenfestivals. Andrzej Ileczko bereitet den Teig zu. Mehl und Eier miteinander vermischen, Salz, Öl und Wasser hinzufügen. Alles ordentlich durchkneten. Beim Teig ist es sehr wichtig, dass man nicht zu viele Eier nimmt. Sonst wird er beim Kochen hart und die ganze Pirogge schmeckt nicht, egal wie gut die Füllung ist. Diese kommt auf den ausgerollten Teig. In Quadratform geschnitten ist er leicht zusammenzukleben. Fortgeschrittene können sich auch an runden Teigstücken probieren. Die Piroggen für 10 Minuten in kochendes Wasser legen. Geheimtipp vom Koch, danach kurz in der Pfanne braten für den besseren Geschmack. Maschinell zubereitet wird der Teig bei der Krakauer Piroggenfirma Ampol. Der Familienbetrieb produziert 8000 Teigtaschen pro Tag, beliefert Restaurants in der Umgebung und im Ausland. Gefüllt werden die süßen und herzhaften Piroggen noch per Hand. Ein polnischer Spruch besagt, dass die Pirogge die menschliche Berührung braucht, um wirklich gut zu werden. Piroggen sind im Ausland, vor allem in den Vereinigten Staaten und in Westeuropa beliebt. England oder Irland etwa. Überall dort, wo viele Polen leben. Wir lieben unsere heimische Küche und somit wird die Esskultur durch uns Polen weiterverbreitet. Gefüllte Teigtaschen stehen nicht nur in Polen auf der Speisekarte, auch in anderen Ländern, etwa in Deutschland, sind sie bekannt. Hier heißen sie Maultaschen. In Russland Wareniki oder Pelmeni, in Italien Ravioli. Die polnische Version kommt auch bei den Krakauer Touristen gut an. Sie sind mit Köstlichkeiten gefüllt. Sie sind fettig und in Schmalz gebraten. Es gibt nichts an ihnen auszusetzen. Es schmeckt sehr gut. Ich habe Piroggen mit Spinat und Käse und der Geschmack ist wunderbar. Der neueste Trend, die sogenannten Pierogarnias. Restaurants wie das Sabjezek in Krakau, in denen Piroggen die Hauptrolle spielen. Hier merkt man, Essen ist in Polen ein Stück Heimat. Und die soll wie bei Großmutter schmecken.